Oh mein Gott. Ich kann gerade anfangen zu holen. Ja, das auch. Ihr seid... Wir haben heute die Testergebnisse bekommen vom Zulassungstest. Und? Rate mal, von 747 Teilnehmern. Welchen Platz habe ich gemacht? Von 747. Wir haben uns hier eine Bowl geholt. Zeig mal, ja, oh, das sieht ja auch gut aus. Da würde ich super, super gerne einziehen. Wir haben eben die Schlüssel abgeholt. Wir sind auf jeden Fall schon mal in Tschechien. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich mal wieder mit einem gepackten Koffer. Ich habe jetzt hier meine ganzen Sachen zusammengepackt, habe aber gar nicht viel dabei, wir sind auch nicht lange weg. Hier ist noch ein bisschen Essen. Ich dachte mir so Haferflocken, hier sind meine Trockenpflaumen und so fürs Frühstück. Und ja, ich werde heute Abend, wir haben es jetzt 20 Uhr, um 10 geht der Zug, mit meiner besten Freundin nach Wien fahren. Ich habe da ein paar Wohnungsbesichtigungen und sie wollte sich auch gerne die Stadt anschauen und dann können wir nochmal zusammen wegfahren. Sie zieht nämlich auch bald nach Bremen. Das heißt, dann sind wir alle ein bisschen verstreut und ja, da freue ich mich total, dass wir zusammen nochmal losfahren. Ich habe alles gepackt. Hier ist noch mein Rucksack, den ich mitnehmen werde. Den Blazer ziehe ich gleich noch über und den Pulli. Und ja, irgendwie, ich weiß, ich bin so gut in der Zeit, ich weiß gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und das passiert mir nie. It never happens to me. Aber ich habe jetzt gerade mein Zimmer aufgeräumt, habe unten in der Küche aufgeräumt, habe irgendwie noch so 1000 Kleinigkeiten erledigt. Aber ja, ich bin fertig und habe immer noch Zeit. Und ganz lustig, oh Gott, das kannst du keinem erzählen. Wir haben heute die Testergebnisse vom Zulassungstest in Wien bekommen. Und ich habe mir da ja so Stress gemacht. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin einfach Platz 35 von 740 geworden. What the fuck? Was geht ab? Und ich muss das Mama gleich mal erzählen, wenn die nach Hause kommt. Ich glaube, die flippt aus. Ich habe mir da so einen Stress gemacht. Und sie immer so, Katharina, du kannst es, du bist gut vorbereitet. Ich war so, nee, Mama, die schreiben in Österreich ein ganz anderes Abi. Ich kann das nicht. Also, ja, mal sehen, wie sie reagiert. Aber das freut mich, dass ich dann auch einen Platz bekommen hätte, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, dass jeder einen Platz bekommt. Und ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? Ich habe mich eben nochmal frisch gemacht, habe geduscht, hatte eine Maske im Gesicht, weil ich dachte, vor so einer 12-Stunden Zugfahrt, wir fahren mit dem Zug, es ist doch ganz schön, wenn man dann losfährt und sich wenigstens da wohlfühlt. Und ja, überhaupt, was mache ich in Wien? Ich habe ein paar Wohnungsbesichtigungen. Ich habe irgendwie 6 bis 8 Stück, die ich mir anschauen werde. Und morgen geht es auch gleich los. Wir kommen morgens an und dann geht es direkt los mit Wohnungsbesichtigungen. Aber ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich finde was, weil das ist irgendwie doch blöd, wenn man weiß, ja okay, das Studium beginnt bald in Wien und ich habe nichts. Aber ja, schauen wir mal. Und genau. Ich melde mich dann später wieder aus dem Zug, I guess. Du warst gerade nach Hause gekommen und ich verfall sie jetzt mal. Mama! Ja, ich bin fertig. Oh, wir haben heute die Testergebnisse bekommen vom Zulassungstest. Und? Rate mal, von 747 Teilnehmern, welchen Platz habe ich gemacht? Von 747? Platz 1? Oh mein Gott, Mama, wirklich, es gibt bei diesem Spiel gibt es 2 Regeln. Erstens, du darfst nicht das erraten, was es ist. Und zweitens, du darfst nicht zu gut erraten. Letzteres hast du getan. Warum? Nee, jetzt beginnt es. Von 747. Ja. Dann hast du Platz 105. 35. Hey, gut. Gut, ne? Sehr gut. Der Koffer ist zu und ich hatte gerade noch einen kleinen Anfall und habe meinen Schreibtisch aussortiert. Ich habe hier unten einmal alles rausgeholt und aussortiert und hier auf dieser Seite auch nochmal. Ja, keine Ahnung, ich habe noch ein bisschen Zeit und richtig unnötig, dass man das immer so lange aufschiebt. Das hat gerade echt nicht lange gedauert so. Das ist auf jeden Fall mein Outfit. Ich reise heute ganz entspannt, habe einfach einen schwarzen Pulli an und dann noch ein T-Shirt, eine schwarze Sportleggings. Yes, that's the look. Und ich ziehe darüber gleich noch einen Blazer an.
und nehme unten noch eine dickere Jacke mit, die ich auch als Kopfkissen benutzen kann. Ja, also dann fahren wir gleich los, so in, weiß ich nicht, 20 Minuten. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ich bin noch nicht so ganz prepared für eine 12-Stunden-Fahrt. Ich unterschätze alles noch so ein bisschen. Aber 12 Stunden sind schon lang. So. Naja, aber ich denke mir, wir fahren über Nacht. Da kann man ja auch ein bisschen schlafen. Ich habe ein dickes Buch dabei. Ja, aber nach wie vor, es sind 12 Stunden. So, ich bin jetzt komplett fertig. That's my travel look. Ich dachte, das ist ein ganz gutes Outfit. Ich habe jetzt einfach eine Blazer übergeschmissen. Denn so ist es jetzt relativ comfortable. Ich kann so entspannt den Zugfahrt verbringen. Aber der Blazer haut nochmal alles raus, dass man so auch gut eine Wohnung anschauen kann. Ja, also wir fahren jetzt los zum Bahnhof. Dann fahre ich nach Hamburg. Und da treffe ich dann meine beste Freundin. Und dann fahren wir erst zusammen nach Nürnberg. Und dann nach Wien. Mannheim. We did it. Ja. Das war gerade jetzt immer richtig Stress. Ich war eigentlich gut in der Zeit, sonst hat alles geklappt. Aber dann gab es die Sitzi dann rum. Wo natürlich niemand was für kann, die Bahn auch nicht. Und dann standen wir da und ja, aber zum Glück hat jetzt alles geklappt. Ich bin gerade noch mal kurz gerannt. Ich hatte auch Singers Koffer dabei. Die lebt nämlich richtig das Jet-Center-Leben und kommt hier direkt aus Bremen. Aber wir sitzen jetzt im ICE. Hoffentlich klappt alles. Mega. Den wir früher mal gegessen. Ach, Schulzeit. Melancholisch. Herrlich. Ja, und das ist jetzt eigentlich Schlafenszeit, das ist 10:30. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Ich unterschätze das voll. Und vor allem um 4 Uhr umsteigen, Nürnberg. Ja. Wird mega. Wir sind jetzt in Nürnberg, unserem Zwischenstopp. Es ist kurz vor 5. Wir haben uns hier erstmal einen heißen Tee geholt, weil uns beiden richtig, richtig kalt ist und hier ist noch alles geschlossen. Selbst McDonald's und Burger King sind zu. Aber ja, wir haben jetzt noch ein Stündchen und dann fahren wir weiter. Wir sind in Wien angekommen nach ca. 12 Stunden Fahrt. Ein bisschen länger wird man schon Aufenthalt. Wir haben uns jetzt hier mal hingesetzt und uns was zu frühstücken geholt. Wir haben uns so ein Bierchen Müsli geholt und ich glaube, so ein Chia-Dings. Ja, es war anstrengend, wir sind beide schon ein bisschen müde, aber ich bin jetzt auch schon vorläufig immatrikuliert. Ich hatte eben noch in der Bahn so eine Online-Zulassung, habe meinen Studentenausweis bestellt und gucke mir um 12 die erste Wohnung an, also so in 40 Minuten. Deswegen frühstücken wir jetzt hier schnell was und dann düse ich los. Ich laufe schon den ganzen Tag so durch die City. Ich bin wirklich komplett bepackt. Meine Schulter an, ich kann nicht mehr. Aber ich habe mir jetzt eben gerade, ich weiß nicht, ob man mich versteht, ich habe mir eben gerade noch eine Wohnung angeschaut. Die war richtig, richtig gut. Und jetzt gerade zum Airbnb, wo Sina schon auf mich wartet. Ich freue mich einfach, alles abzulegen. Mir tut alles weh. Ich habe gar keinen Bock mehr, die ganze Scheiße zu schleppen. Aber ja, ich bin jetzt auch gleich da und muss mich erstmal hinlegen. Ei, ei, ei. So, hier ist jetzt das Airbnb. Hier kommt man rein. Nicht anders. Ein Spiegel. So ein Ding finde ich voll geil. Das würde ich mir auch richtig gerne ins Zimmer stellen. Aber vielleicht mit Rollen. Ja, hier ist eine kleine Küche. Dann haben wir hier irgendwie noch einen Raum. Wir haben jetzt erstmal unsere Sachen reingepackt. Hier ist ein Sofa. Hier kann man essen. Eigentlich ganz, ganz nett. Und hier ist das Schlafzimmer. Ja, auch ganz nett. Ah ja, so ein Ding ist ja ganz cool. Und dann haben wir noch ein Bad. Das Bad haben wir noch gar nicht angeguckt. Lol. Ja, aber das ist ja auch voll in Ordnung. Ja, und hier sind wir jetzt ja auch actually nur 2 Nächte. Ich schaue mir jetzt noch eine zweite Wohnung an. Look ist nach wie vor der gleiche. Und dann komme ich wieder zurück und dann gehen wir essen. Ich gucke jetzt noch die letzte Wohnung für heute an. Ich weiß nicht so ganz genau, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss noch einmal abbiegen.
Auf jeden Fall habe ich gerade die neue Folge von Gemischtes Hack gehört. Die sind ja endlich aus der Sommerpause zurück. Viel zu lang die Pause, meine Meinung. Auf jeden Fall sehr lustig. Ja, hier muss ich rein. Und jetzt schaue ich mir die letzte Wohnung an. Das ist auch eine WG. Und dann gehe ich mit Sina was essen. Ich habe nämlich so Hunger. Ich habe so Hunger. Oh, Sunshine. So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück. Ich habe meine Wohnungsbesichtigung für heute erledigt. Ich war jetzt gerade noch bei der letzten. Und ja, das war ein bisschen blöd, das stand in der Anzeige anders drin, aber das Zimmer kann man nur möbliert nehmen und die Möbel müssen da, oh Gott. Und die Möbel müssen da halt, achso, hier bin ich schon, die Möbel müssen da halt auch drin bleiben. Und die waren nicht so schön, außerdem war das auch direkt an der Hauptstraße, also ich glaube, da ist mit Schlafen auch nicht so viel. Und genau, also ich habe auf jeden Fall einen Favoriten. Die WG, die ich mir nämlich heute Mittag angeguckt habe, die finde ich richtig, richtig gut. Da würde ich super, super gerne einziehen. Sie meldet sich heute oder morgen nochmal bei mir und dann ja, machen wir, ob das klar geht. Und eben in der Bahn, das war auch ein bisschen crazy, da war eigentlich schon so eine komische Stimmung bei drei Männern. Und dann ist der eine halt schon ausgestiegen. Und dann bin ich eine Station schon vorher aufgestanden und weggegangen und da ist der andere Typ auch aufgestanden und ist dann da halt ausgestiegen, weil er dachte, ich sei da ausgestiegen und ich war so, okay. Also das hat sich dann zum Glück alles, ja, es ist jetzt nichts passiert oder so, aber das war eigentlich schon wieder komisch und ich fühlte mich sehr, sehr unwohl und ich habe kein Pfefferspray dabei. Aber ja, ich gehe jetzt mal hoch und dann gehen sie noch nicht was essen. Wir sind jetzt vor allem auf dem Weg zum Essen. Ich habe halt gar nichts. Aber wir haben heute irgendwie gar nichts so richtig gegessen. Was haben wir denn hier? Nee, wir haben uns jetzt aber für eine Poke Bowl entschieden. Und das müsste jetzt hier auch gleich kommen. Ja. Und ich habe Hunger. Oh, da gibt es Mochis. Oh, geil. Wir haben uns hier eine Bowl geholt. Zeig mal her, oh, das sieht ja auch gut aus. Herrlich, muss man jetzt hier mal aufmachen. Oh mein Gott, ich habe so Hunger. Er hat hier so viel Koriander darüber gemacht. Ich liebe ihn. Oh, ist das geil. Ich habe eine Bowl mit Lachs und habe ich Salat und Babyspinat und Reis und dann ja, Edamame, Avocado, Rotkraut, alles Mögliche. Yes, guten Appetit, meine Liebe. Guten Appetit. Wir sind jetzt hier gerade nochmal bei der Karlskirche und die sieht so schön gerade aus. Der Himmel ist richtig crazy. Auf der Kamera sieht man das nicht so gut. Aber es ist gerade eine richtig schöne Stimmung hier und hier sitzen ganz viele junge Menschen. Also hier ist scheinbar der Hotspot. Ja. Wir gehen jetzt aber schon nach Hause. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Bahn und müssen beide ins Bett. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben es jetzt schnell fertig gemacht. Es ist 20 vor 9 und wir werden jetzt erstmal was fürs Frühstück kaufen. Wir haben hier ja nämlich ein Küchlein. Und da werden wir dann, wir hatten uns überlegt, uns irgendwie Joghurt zu kaufen oder so. Hier ist direkt ein Penny um die Ecke. Und dann schauen wir jetzt mal vorbei. Wir haben jetzt hier lecker Frühstück gemacht. Wir haben Joghurt mit Haferflocken, haben uns Banane gekauft. Und ich hatte noch Cranberries und Trockenpflaume dabei. Und ich finde das so schön, wie das Licht hier gerade reinfällt. Wir haben auch gerade nochmal das Fenster aufgemacht. Und ja, jetzt werden wir frühstücken. Wir spazieren hier gerade ein bisschen durch Schönbrunn. Wir haben das Schloss jetzt hier direkt im Hintergrund. Und hier ja, ist der ganze Garten. Und wie heißt das Ding da oben? Das ist gar nicht. Ja, da hatte ich auf jeden Fall jetzt mit Mama gegessen. Und das Wetter ist mega, mega schön. Es ist total warm. Wir sind eigentlich beide zu warm angezogen mit unseren Langarm-Shirts. Aber wir beschweren uns natürlich nicht. Eigentlich sollte das Wetter so mäßig werden. Und ja, wie gesagt, wir spazieren jetzt ein bisschen rum. Gehen jetzt einmal noch nach oben. Und ja, dann schauen wir mal, was der Tag uns so bringt. Wir sind jetzt hier gerade bei der Uni. Also hier hinter mir ist die Uni. Wir saßen eben richtig schön im Innenhof. Das Wetter ist richtig, richtig gut. Haben uns da ein bisschen gesonnt, einfach ein bisschen rumgelegen.
Und ja, ich habe eben schon mal den Universitätsshop ausgecheckt. Der ist da hinten, da in diesem silbernen. Aber der ist halt irgendwie nicht so doll. Aber ja, jetzt waren wir nochmal bei der Uni. Ich habe nochmal alles angeschaut. In die Bibliothek konnten wir leider noch nicht rein. Aber ich krieg bald meinen Ausweis. Wir sind gerade essen, wir haben uns jetzt in die Losteria gesetzt. Wir haben aber leider noch nichts. Der Hunger ist mal wieder riesengroß. Und wir brennen hier beide gerade weg. Ich habe noch was Schwarzes an, es ist hier alles so heiß. Und sie meint auch, dass sie sich wahrscheinlich gerade den Nacken verbrennt. Aber wir beschweren uns trotzdem nicht, dass es trotzdem schönes, gutes Wetter ist. Und wir warten jetzt auf unsere Pizza. Ich habe richtig, richtig großen Hunger. Du auch? Ja. Wir haben unsere Pizza bekommen. Ich habe Vegetarianer, ich habe hier, was haben wir denn, Aubergine, ja, alles ein bisschen Rucola. Sina hat Rustica und ja, ich habe riesigen Hunger, also das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir waren eben im Sigmund-Freud-Museum. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich fand es auch mega. Also es war halt seine alte Wohnung. Irgendwie. Ja, war schon interessant. Die Wohnung war richtig schön. Und richtig groß. Ja. Und jetzt... Aber jedenfalls nice. Und jetzt probieren wir mal Too Good To Go aus. Wir haben uns da bei einem Bäcker so einen Backwaren-Sacke, wie der Österreicher sagen würde, bestellt. Und schauen mal, was da gleich so drin ist. Und das wird dann unser Abendessen essen. Also ja, du hast mit der schon mal aus Supermärkten bestellt, ne? Mhm. Too Good To Go. Ja, ich habe das noch nie getestet, also schauen wir mal, was da so drin ist. Hier ist der Laden unseres Vertrauens. Und wir schauen jetzt mal, was die für uns haben. Hallo. Oh mein Gott, das ist richtig viel. Ja. Wollen wir mal reinschauen? Okay, haben wir Brötchen. Ah, das ist schon mal geil. Sehr geil. Ich hab's schon ganz vergessen. Also richtig viel, aber ne? Ja. Und ist da noch was Süßes? Doppelt eingepackt ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Sieht aus wie Masken oder so. Ah, ein belegtes Brötchen auch mit Fleisch. Ja. Wolltest du das im Dippon oder so? Ja, sehr gerne. Ja, super geil. Also, das ist auch ein Dipp dazu. Wollen wir das in der Abendessen? So, wir haben uns hier auf eine Bank gesetzt, wir haben noch Hummus gekauft. Hier ist dieses super geile Baguette, ich finde, sieht richtig gut aus. Und die Brötchen sehen auch gut aus. Immer noch eine Gurke. Und wir haben eben nochmal reingeschaut. Genau, hier waren belegte Brötchen. Und hier sind noch so Croissants und irgendwie noch was Süßes drin. Also, not too bad. Für die Tüte haben wir jetzt übrigens insgesamt 3,99 bezahlt. Also, es geht voll klar, für das man kommt. Oh my goodness, go away! Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt eben gerade lecker gefrühstückt, genauso wie gestern. Also wir hatten Joghurt, Banane und ich hatte noch Haferflocken und so. Das war richtig lecker. Und I got news. Ich habe mich jetzt gestern für eine Wohnung entschieden. Also ich habe jetzt eine Wohnung hier in Wien. Ich hatte mir am Mittwoch 3 Wohnungen angeguckt und am Dienstag nochmal 2, also von alles WGs. Und wie ich ja schon gesagt hatte, hat mir die eine echt gut gefallen und ich habe mich mit der, die jetzt bereits schon in der WG wohnt, schon richtig gut verstanden. Und die anderen WGs waren auch okay, aber da waren irgendwie auch komische Menschen und die waren alle schon so super alt teilweise. Und ich glaube, das passt dann auch besser, wenn ich mit jemandem zusammen wohne, der so alt ist wie ich und wir auch so ungefähr die gleichen Interessen teilen. Ja, und ich freue mich richtig doll, das ist hier auch gleich in der Nähe, wo wir wohnen. Und ich kann gleich schon den Schlüssel abholen. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich warte noch darauf, dass sie sich bei mir meldet. Und dann holen wir den Schlüssel ab. Ja, ansonsten geht es für uns heute wieder zurück. Eigentlich hatten wir Bahntickets für heute Abend. Aber da die Bahn ja streikt, können wir halt jede andere Bahn auch nehmen. Und bei der, die wir heute Abend nehmen, ist noch nicht so ganz safe, ob die fährt. Und wir wollen jetzt nicht irgendwo nachts am Bahnhof stehen und nicht wissen, wie wir dann nach Hause kommen. Deswegen nehmen wir jetzt schon eine Bahn früher oder ein paar Bahnen früher, also die Bahn, die fährt dann ja dann dazwischen, fallen alle aus und die fährt dann schon um 14.30 Uhr und ja, die nehmen wir dann heute, wenn wieder richtig gutes Wetter, die Sonne scheint und wir gehen gleich mal los und schauen, was wir heute so machen. Die Sachen sind zusammengepackt, wir sind jetzt hier schon fertig, müssen gegen 11 raus.
Und Sina hat gerade eine positive Nachricht bekommen. Sina hat auch eine Wohnung. Yes. Wir sind jetzt beide sehr happy. Hier stehen nochmal Sinas Sachen. That's the look for today. Ich habe ein T-Shirt an, weil es wieder super, super warm ist. Focus, please. Thanks. Einfach eine Jeans und Sneaker. Yes, und wir gehen jetzt raus und setzen uns irgendwo in die Sonne. Ich habe mich jetzt gerade mal ein bisschen in die Sonne gesetzt, habe die Zeit einfach noch genossen, mich hier auf so einer Bank lang gemacht und mein Gesicht einfach in die Sonne gehalten. So richtig schön, wir haben so gutes Wetter, wir haben richtig Glück, weil eigentlich war das gar nicht so gut angesagt. Ich bin hier gerade im Museumsquartier und sind erst mal zur Donauinsel gefahren. Ich habe mich jetzt hier mit den Koffern hingesetzt, weil wir dachten, das ist blöd, wenn wir die da mitnehmen müssen und so. Und ja, richtig witzig. Ich habe gerade noch einen Podcast, eine alte Folge einfach von Gemischtes Hack gehört. Und da ging es gerade um Wien. Felix war da wohl gerade in Wien und da ging es 10 Minuten nur so, oh, es ist so eine tolle Stadt und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und den Wohnungen, das ist alles so toll. Und ich war so, ja, es ist einfach der Hammer. Und ich freue mich so, so sehr hier bald zu wohnen und die Stadt noch besser kennenzulernen und die Leute hier kennenzulernen. Ja, ich freue mich da richtig doll drauf. Und genau, ansonsten fahren wir heute gegen Mittag zurück nach Hamburg. Die Bahn streiken ja, deswegen hoffen wir, dass das jetzt alles so funktioniert, wie wir uns das rausgesucht hatten. Also laut Plan soll das alles so fahren, aber ja, man weiß es nicht. Und wir hoffen, dass wir einfach nur wieder gut zu Hause ankommen. Und genau. Oh, um 12 Uhr lege ich den Schlüssel für die Wohnung ab. Ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich so, dass ich jetzt eine Wohnung gefunden habe. Ich glaube, das wird auch echt eine coole WG. Ich glaube, ich werde mich da wohlfühlen. Ich finde das Zimmer und die Wohnung cool. Und freue mich jetzt auch immer, dass ich was gefunden habe, weil ich die Wohnungssuche so anstrengend finde. Also ich bin froh, dass ich da jetzt was habe und sich die Tage hier gelohnt haben. Ja, mein Hauptziel war natürlich jetzt hier in den Tagen eine Wohnung zu finden. Und ja, da freue ich mich und ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne. Wir haben eben die Schlüssel abgeholt. Richtig geil. Und jetzt fahre ich dann nächste Woche schon hin. Jetzt sitzen wir gerade mit unseren Koffern am Stephansplatz und haben leichte Problems mit der Bahn. Sina füllt hier gerade das Erstattungsformular aus. Ja, habe ich eben gemacht. Auf jeden Fall ist unsere Bahn ausgefallen und die wir jetzt anstelle dessen nehmen wollten, die dürfen wir nicht nehmen, weil unsere Tickets dafür nicht zählen und man kann auch keine mehr buchen. Und jetzt haben wir schnell einen anderen Flixbus gebucht und nehmen den jetzt so um 3:30. Ja, das ist alles ein bisschen blöd. Und jetzt haben die Tickets erstattet. Idyllisch. und sind jetzt halt über Nacht mit dem Flixbus unterwegs. Also es dauert im Endeffekt nicht länger, ist nur blöd, weil wir dafür jetzt mehr bezahlen als für die Bahntickets. Und es fährt halt gar nichts. Also ja, alle Züge sind ausgefallen, die wir hätten nehmen können. Wir sind jetzt gerade am Zopp. Hier stehen schon ein paar Flixbusse, aber das sind nicht unsere. Ich habe mich eben am Bahnhof mal schnell umgezogen. Ich habe jetzt hier einen Pulli und einen Blazer an, weil mir letztes Mal so kalt war. Und eine Sportleggings, weil ich nicht in Jeans fahren wollte. Und genau, unser Flixbus soll so in 30 Minuten kommen. Jetzt sind wir mal gespannt. Wir hoffen, das funktioniert. Und im Endeffekt sind wir auch nicht so lange unterwegs wie mit der Bahn. Aber ja, das ist die Situation. Hier haben wir uns erstmal ausgebreitet und warten, bis es losgeht. Ich sehe gerade nicht so viel. Wir sind auf jeden Fall schon mal in Tschechien. Wir machen jetzt gerade einen Zwischenstopp und wir haben hier noch unser Leibbrot. Und snacken das jetzt ein bisschen und dann geht es gleich weiter. Wir haben jetzt schon 2 Stunden geschafft. Gut, das ist dann nichts. Wie viel noch? Eigentlich. So 10, ne? 10 more to go. Oh mein Gott. Es ist ich könnte dann anfangen zu holen. Ja, ich auch. Ihr seid den Bus gesehen, habe ich was. Ich sehe das aus Hamburg. Oh, Prag, absolute Hassstadt. Prag kommt hier einfach nicht hin. Eben als wir angefahren sind. Oh, eine Prag schöne ist so Stadt. Schön. Also folgendes, wir sind angekommen am Busterminal und dann stand da von wegen, ja, ein Hall One steht, wo der Bus hinfährt. Es gab keine Hall One. Es gab keine Hall One. Da war eine Tabelle, da stand da irgendwie nichts dran, also unser Bus auf jeden Fall nicht.
Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Und dann hatten wir halt eigentlich noch 40 Minuten, sind dann ein bisschen rumgelaufen, haben aber nichts gefunden, was uns irgendwie weitergeholfen hat. Und irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen, die Bushaltestelle nochmal einzugeben bei Google. Und die war halt irgendwo anders und da stand 17 Minuten Walk. Naja, das Ding ist, wir sind halt schon mit dem Flixbus angekommen und dachten halt, dass er da wieder abfährt. Dass er da dann auch wieder abfährt, logischerweise. Ja, ist auch auf jeden Fall nicht. Und dann hatten wir noch irgendwie 15 Minuten, da stand 17 Minuten Walk. Mit der Bahn irgendwie 7 Minuten und dann sind wir schnell runtergerannt, haben die Bahn gesucht, haben die nicht gefunden. Irgendwann haben wir dann durch Zufall da so ein C gesehen, wo wir halt hin mussten. Sind in die Bahn gesprintet. Alter. Und dann sind wir halt rausgekommen, sind den Schildern zum Busterminal gefolgt und da stand halt auch dann Hall 1. Der Bus stand aber schon nicht mehr dran, dann sind wir rausgegangen, haben dann zwei Flixbusse gesehen. Sind zum ersten gerannt. Der war tot, da war gar nichts. Ja. Dann sind wir schnell zum zweiten gerannt, haben dann auch zwei andere gesehen. Und ich habe nur Hamburg Zopp gesehen und dann sind wir da schnell reingerannt. Und in der Sekunde, wo wir saßen, ist er losgefahren. Und hätten wir den jetzt nicht bekommen, wären wir einfach in Prag gestrandet und wir hätten nichts tun können. Ja. Keine Bahn. Keine Bahn fährt, kein Bus. Oh Gott. Ich bin so glücklich gerade. Ja. Aber we did it. Also es war jetzt auf die letzte Sekunde. Aber wir haben es geschafft. Oh Mann. Ach, komm, lass einmal klatschen. We did it. Juhu. Wir haben es nach Hause geschafft. Sinas Freund hat uns vom Bahnhof, stimmt nicht, vom, wie nennt man das, von der Bushaltestelle abgeholt. Wir haben es tatsächlich nach Hause geschafft. Ich muss sagen, in Prag habe ich uns hier nicht mehr gesehen. Ich habe nicht mehr gesehen, dass das hier funktioniert. Das war so krass. Und wir haben, da spielten uns so viele Zufälle in die Karten. Wir hatten so Glück. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Ich konnte am Ende eigentlich noch ganz gut schlafen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch gar nicht mehr ins Bett. Es ist halt schon kurz vor 8 jetzt. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal duschen. Ich fühle mich irgendwie richtig eklig. Und dann, ja, starte ich in meinen Samstag. Yay! Oh, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Wir hatten aber echt ein paar schöne Tage in Wien. Es war schön, auch noch mit meiner besten Freundin die Zeit zusammen zu genießen. Und ja, vielen Dank fürs Ansehen, für den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war interessant. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.